Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath84 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gestern zwei wirkliche schöne Schmuckstücke auf meinem Kanal präsentiert vom lieben Dominik in dem Paket. Und da habe ich angekündigt, dass am Wochenende noch das Paket ausgepackt wird von den lieben Ike Media. Und in diesem Paket waren alles Ike Media exklusive Mediabooks enthalten. Und wir fangen auch hier mit dem aktuellsten an. Denn dieser Film kam gerade erst am 14.06.2021 kam denn nun in den Handel. Es gab da ein paar verschiedene Covermotive. Es handelt sich hier um den Film, ja, ich bin gespannt, den Film Bliss. Gesehen habe ich diesen Film noch nicht und ist hier gemacht worden von indeedfilms.de. Aber exklusiv gibt es dieses Mediabook bei Ike Media zu kaufen, ist auch noch verfügbar, auch bei Bretz Media zu verfügbar, also einfach mal da mal gucken oder gerne kaufen möchtet, Link unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, den Film habe ich jetzt noch nicht gesehen, ich hoffe, es ist kein so ein Arthouse-Film à la Kadaver 2047. Ich habe ein bisschen Angst, ja, weil da oben auch hier schon wieder so viele, ja, geheime, ja, so Ausländer bekommen haben, Fantasy Filmfest, Slashfest, also ihr seht ja schon, das hat meistens nicht so ganz so viel für mich zu bedeuten, ja. Aber ich bin gespannt, es schaut schon sehr blutig aus, das Ganze hier. Der Film geht gerade mal 81 Minuten auf Blu-ray, auf DVD 78 Minuten und ja, einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre. Und wenn ich schon sowas lese, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger, gebe ich zu. Und ja, es gibt davon noch vier Covermotive gibt es von Bliss und die zeige ich jetzt einfach alle mal. Wir haben hier einmal das Cover A-Motiv, schaut aus wie ein Graffiti, leider ganz so mein Geschmack, und das auf das limitiert ist, das kommen wir gleich zum Schluss zu sprechen. Also Cover A haben wir hier mit dem Graffiti, dann gibt es das Kreuz, das ist hier meins, mein Motiv hier, wo mir sehr gut gefällt. Und dann gibt es das Cover B-Motiv, auch diese feurige Frau mit dem Heiligenschein noch drauf. Auch das ist auch nicht ganz so mein Geschmack. Und dann noch gibt es noch das Cover D-Motiv und da ist hier das Gesicht drauf. Auch das war auch nicht ganz so mein Geschmack. Alle vier Mediabooks sind jeweils limitiert auf 333 Stück. Ich habe mir jetzt für mein persönlich schönes Motiv ausgesucht und das ist nämlich das Cover B-Motiv hier gewesen. Mit dem umgekehrten Kreuz hier und der netten Dame hier. Also hier so Neonkreuz ist das hier mit Neonlichtern und hier eben eine blutverschmierte Frau am Auge und hier ein paar, ja, freizügige Brüste, die eigentlich gut bedeckt sind, und hier eben ein Bliss, ein Film von Joe Bigos. Ich bin gespannt, von dem Film habe ich nie was gehört. So, der in Blut gedrängte, halluzinierende Trip Bliss ist das perfekte Midnight-Movie. Okay, aber Joe Bigos hat VFW gemacht. Den fand ich wirklich sehr gut, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, als Bonusmaterial haben wir auch einen Audiokommentar mit dabei von der Regisseurin und auch von der Schauspielerin. Dann noch weitere Audiokommentare von einem Produzenten und von dem FX-Team. Geschnittene Szenen, ein Original-Trailer, deutsche Trailer und ein 24-seitiges Booklet. Wir machen mal auf und dann gucken wir uns mal das Mediabook mal für ihn an und mal gucken, was es natürlich auch hier schön zu bieten hat. Und das Ganze sieht hier so aus. Auch hier haben wir eben diese, ja, wie soll ich sagen, Used Look Optik. Und man kann auch fast behaupten, es schaut aus wie ein Bild von einem Poster, wo geknickt wurde. Wenn man so guckt, nämlich, dann sehen wir hier, was seht ihr hier? Genau, es ist eben dieser Used Look mit diesem verschmierten Seitenteil auch hier, aber auch hier dieser Streifen, der hier rüber und hier runter geht. Aber auch hier unten ist es auch nochmal. Also es schaut aus, als ob das so gewollt wäre. Ich hoffe, es ist so gewollt. Wenn das nicht so ist, lieber Ike, dann muss ich mich mal nochmal melden. Aber es sieht aus wie ein, ja, altes Plakat, wo lange mal geknittet worden ist. So die ganzen 70er Jahre Plakate, so schaut es zumindest aus, die schon in der Zeit schon ausgeranzt sind. Dann haben wir hier eben Bliss. Aber für mich persönlich auch das schönste Motiv von den ganzen vielen gewesen. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Der Druck ist trotz alledem sehr scharf. Wie ihr hier seht, obwohl es in diesem Used Look ist, heben die nette Dame hier auch hier ein bisschen näher ran.
Also man kann es gut erkennen, aber in dieser Streif irgendwie stört trotzdem ein bisschen über dem Motiv. Ganz ehrlich, dann haben wir hier noch Bliss, ein Film von Joe Bigos. Auch die Farbgebung hier ist schön leuchtend, also auch hier diese Neon-Touch hat auf jeden Fall mit dabei. Dann haben wir eben dann hier Bliss, oben hier Indeed-Film steht hier oben drauf. Und dann haben wir eben hier Bliss stehen, werde scharf. Jetzt. Genau, hier nochmal Bliss. Und hier unten eben das Ike Media Logo, weil es eben Ike Media exklusiv ist. Dann haben wir eben hier eben die ganzen Auszeichnungen für diesen Film und hier die Inhaltsangabe zu dem Film. Einfach mal kurz auf Pause drücken. Dann haben wir hier schon mal ein paar Szenenfotos. Das ist nicht ganz so modern, beziehungsweise nicht ganz so vorhin gefilmt, wie es ausschaut. Dann haben wir eben das Bonusmaterial, hier die Limitierungsnummer 244 von 333 Stück. Und in diesem weißen Balken haben wir eben die ganzen technischen Daten, die ihr wissen müsst. Und ja, sind wir mal gespannt, wie mir dieser Film gefällt. Wie gesagt, einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre. Das ist schon ein harter Ausdruck. Und ich würde mal sagen, wir gehen noch mal kurz in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Minibook noch von innen an. Ich bin sehr gespannt und bis gleich. Jetzt noch ganz fix in der Ego-Perspektive, nochmal das schöne Motiv hier. Also ihr seht schon, diese Streifen, die stören mich ein bisschen schon, wenn ich so angucke. Also es fällt schon ganz schön sehr gravierend auf, wenn man so mal auf die Brüste guckt. Aber man guckt nicht auf die Brüste, immer auf die Augen gucken, wisst ihr ja bei den Frauen, immer auf die Augen gucken. Ganz wichtig. Hier nochmal dann eben diesen Use-Look hier und dann eben hier nochmal Bliss. Hier die Rückseite noch mal ganz kurz und wie gesagt, hier immer die Auszeichnungen und hier noch mal eben dann die technischen Daten und dann schlagen wir jetzt hier mal auf und hier haben wir schon mal ein sehr kariertes Hintergrundmotiv, aber irgendwie hat das auch was. Hier Bliss, ein Film von Joe Bigos und hier noch mal eben dann die Blu-ray-Disc, diese sieht hier so aus, Bliss auch hier. Können wir auch eigentlich darauf auch Schach spielen. Ja. Und dann schaut das Ganze hier so aus. Kann ich auf jeden Fall ziehen lassen. Und dann schlagen wir mal auf. Auch hier ist es reingenäht. Und ja, Hardcore Grindhouse, die finstere, blutige Welt des Joe Bigos von Thorsten Harnisch geschrieben. Also ihr seht hier schon auch hier einiges an Text dabei. Und dann haben wir hier dann ein paar Szenenbilder hier aus dem Film. Und aha, guckt euch das an. Hier schon mal das Plakat dazu. Also es ist wirklich ein Plakat gewesen. Wie ihr seht, auch hier haben wir diese Streifen. Also es soll so sein. Dann haben wir eben hier dieses Cover C-Motiv. Und dann geht es hier weiter mit dem Cover A-Motiv. Müsste aber das hier gewesen sein. Auch hier ein paar blutige Szenen enthalten. Auch wenn wir hier auch sehr viel Text haben, nicht ganz so schön designt wie manche andere Mediabooks, muss man sagen, einfach nur weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift. Man kann es nur gut lesen, aber man hätte hier ein bisschen was verändern können. Denn hier zum Beispiel auch hier, nee, das ist das Cover D-Motiv noch. Und also hier gibt es mehr Bilder eigentlich als Text, wie ihr seht. Man hätte auch ein bisschen verändern können, auch ein bisschen nach mehr Text ausschaut, hier noch mehr Bilder. Okay, und dann geht es weiter, dann hier über den Autor, also die letzte Seite haben wir hier. Okay, Bliss ist letztendlich auch eine Liebeserklärung an ein Leben jenseits der Norm. Okay, na ich bin mal sehr gespannt, ob mir dieser Film gefällt. Das klingt ja schon fast nach einem Wochis schaut an Video, was man hier dazu. So, der Autor Thorsten Harnisch. Und jetzt gibt es noch ein paar weitere Bilder noch aus dem Film. Also textlich ist hier sehr wenig zu bieten, aber hier ein paar mehr Bilder, ein paar Behind-the-Scenes-Fotos, schaut zumindest hier so aus, wie ihr seht. Und ja, hier nochmal Indeed-Film. Und dann gibt es noch hinten die DVD. Und diese sieht hier so aus. Genauso wie die Blu-ray, also halt hier hat sich nicht sehr viel verändert. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall
angucken. So, und das war nun auch schon das Booklet zu Bliss, ein Film von Shawn Beggars. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun das Mediabook zu Bliss in der Cover-B-Variation. Habt ihr diesen Film schon mal gesehen? Wenn ja, dann schreibt mir in die Kommentare, ob mir dieser Film gefallen könnte. Bitte ohne Spoiler wohlgemerkt, ganz wichtig. Und wünscht ihr euch davon auch ein Wochis schon an Video? Wenn ja, dann schreibt es auch in die Kommentare rein. Aber ich denke mal, ich werde gerne daran rumfrageln. Ich werde auf jeden Fall denke ich mal, auch mal machen, weil mich auch interessiert, dieser Film. Ist ein recht kurzer Film, also von daher vielleicht nur kurze, verschönerte Lebenszeit verwendet. Mal gucken. Ja, das Mediabook an sich schaut sehr schön aus. Buchanteil ist wenig Text, viel Bild enthalten, dafür auch ein paar Behind-the-Scenes-Fotos. Aber an Text bin ich immer recht gern zu sehen, um es alles mal durchzulesen, um es einzusaugen, um auch wirklich über den Film was zu erfahren. Hier haben wir ein bisschen weniger Text, aber gut. Eventuell gibt es auch nicht sehr viel über diesen Film zu schreiben. Ich bin gespannt, was drin steht. Und ja, lasst doch Kommentare da, seid gespannt. Und jetzt gibt es ja im Anschluss noch ein weiteres Mediabook-Unboxing. Und was das ist, das seht ihr gleich jetzt im Anschluss. Bis dann, tschüss mit Ü und tschüss.